Let's Play Tomb Raider 5 und wir sind immer noch im 13. Stock, wo es echt nicht ganz so leicht zugeht. Aber eins kann ich euch an dieser Stelle schon mal sagen und das möchte ich auch behaupten. Entschuldigung, jetzt habe ich aber aufgestoßen. Ja, ich habe aufgestoßen. Ja, das nennt man auch... reinste Körperbeherrschung. Jeder andere hätte gekotzt. Ehrlich. Jeder andere hätte echt gekotzt. So, habe ich nicht. Insofern ist alles gut. So, schießen wir mal kurz hier auch dieses Ding kaputt. Und schauen mal kurz, wie wir... wir haben den Rapid Mode. Das ist doch schon mal echt genial. Das ist genau das, was wir wollen. Und jetzt kommt gleich dieser komische Gießbär. Ja, aber ich weiß nicht, wie man den kalt macht. Das ist das Problem. Wenn der bemerkt, dass wir da sind, dann schaltet der da dieses komische Ding an und das ist scheiße. So, vielleicht laufen wir jetzt einfach mal hier lang. Ja, das ist ein Lift. Ja. Da liegt doch bestimmt ein Kartenlesegerät. Okay. So, ich weiß nicht, wie man sich da anschleicht. Das ist das Problem. Ich möchte ja nicht schon wieder so viel failen. Das ist ja das Problem. So, kann man den eigentlich von hier kalt machen, eventuell? Nö. Nö. So, ups. Ah, oh, das ist doch scheiße. Nimm die Sachen. Lara! Lara, nimm die Sachen! Oh, Mann. Wie macht man denn das am besten, verdammt? Was muss man denn da machen? Ohne, dass ein dieses scheiß Ding da erschießt. Vielleicht anschleichen. Okay. Aha. Einmal so ein Headshot und schon ist alles gut. So, da vorne ist eine Karte. Eine Security-Karte. An die ich komischerweise nicht rankomme. Doch jetzt. So, da liegt auch eine Pistole auf dem Tisch. Aber ich glaube, die ist nicht für uns bestimmt. Ich glaube nicht, dass die für uns bestimmt ist. Nö, natürlich nicht. So, hier sind weitere Räume, wo ich mich frage, warum ist das so? Wofür sind diese Räume? Aber hier sind so Kartenlesegeräte. Da benutze ich einfach diese merkwürdigen Karten für und guck mal, was passiert. Die Karte war unsichtbar. Ja. Ach nö, Regale zum Durchsuchen. Ja, geil. Na, dann dürfen wir wieder Staub wischen. Ist auch gut. Mal gucken, was wir finden, während wir Staub wischen. So. Ah, Munition. Das ist gut. Munition. Ja, da können wir wieder ballern, bis der Arzt kommt, ey. So. Wir durchsuchen trotzdem diesen Puff hier so ein bisschen, weil ich der Meinung bin, dass wir hier so gewisse Sachen finden. Medipack ist ganz wichtig. Ganz, 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 ganz toll wichtig, Freunde. So, wir machen hier die Biege. Das ist ja wohl selbstverständlich. Nachdem wir... Das Regal haben wir durchsucht. So, nachdem wir hier diesen Laden durchsucht haben und immer wieder so eine geile Kameraperspektiven haben. Ja. Ja. Hallo? Ist da wer? Oh, ein Cola-Automat. Kriegt man da was von? Nö. Okay. Das ganze Security-Zeugs ist ausgeschaltet. Ich glaube, da können wir noch nicht besonders viel machen. Aber so wie mir das ausschaut, können wir da rein. Na toll. Vielleicht können wir auch noch was anderes machen. Erstmal. Ich gucke mich hier erstmal um, weil das ist doch kacke. Das sieht mir schon zu kacke aus, da irgendwie. So rot. Und sobald irgendwas rot ist,
finde ich das kacke. Ja, wie, was für eine Wortwahl, ne? Sobald etwas rot ist, finde ich es kacke. So, passt hier diese komische Security-Karte rein? Nö, haben wir die überhaupt noch? Ja. High Level. Ja, das hier ist eine High-Level-Karte. Aber naja, gut. Hohe Sicherheitsstufe. So, und was ist hier mit diesen komischen Knöpfen an diesem Lift? Wahrscheinlich müssen wir da gleich rein. Oh Mann. Aha. Okay. Warum ist jetzt hier ein Fahrstuhl? Gut, egal. Wir haben hier einen Fahrstuhl. Das ist doch schon mal ganz nett. So, wir gucken aber erstmal, was ist in diesem, da wo ich nicht rein will, Raum. In diesem Ding hier. So, das snipern wir. Mit einem Schuss können wir das Ding eigentlich wegsnipern. So, hallo. Lara. Geht das nicht? Können wir da nicht rein? Wieso können wir denn da nicht rein? Ja gut. Ich reiß mich nicht drum. Da reiß ich mich nicht drum. Da kann man auch durch. Achso, das, ja, ja. Ja, der Zusammenhang, der ist doch ein bisschen geläufig. Und, ja, hier befindet sich ein Wheelpad mit wohl diversen Stockwerken. Da sind sogar Zahlen drauf. Hammer. Aber passt auf, das wird's voll scheiße. Wer weiß. Mhm. So. Ja, hier sind so ein bisschen böse Männer, die uns ans Leder wollen. Hä? Wieso ist da auf einmal einer in der Ecke? Wo kommt denn der her? Okay, das ist jetzt aber fies. Also durchsuchen wir lieber den Laden hier nochmal, bevor gleich wieder irgendwelche komischen Freaks kommen, oder? So, was ist das hier? Was ist das hier für ein Laden? Oh nee, hier kann ich die Karte benutzen, verdammt. Verdammt, hier kann ich die Karte benutzen. Ist doch kacke. Da sind auch Männer drin, ne? Achso, okay. Die sind nett. Die sind... Hä? Ja, klar. Klar. Schon wieder so ein Deckengeschütz. Aber es trifft komischerweise nicht die Mitarbeiter, nur mich. Ja, das ist nur auf Lara fixiert, dieses Geschütz. Und, oh ne, ich habe nicht gespeichert. Verdammt. Egal. Machen wir das nochmal. Weil's so gut ist, Freunde, wir legen einfach nochmal los und gehen da nochmal rein. Denn hier drinnen warten ein paar feine Sachen auf uns. So, die nehmen wir mit. So, so können wir auf jeden Fall gezielter spielen und müssen nicht gleich alles totballern, was uns in die Quere kommt. Ja, gute Frage. Nächste Frage. Schön, dass ihr auf jeden Fall dabei seid. Das ist das Wichtigste und da muss ich euch wirklich ein Lob für geben. Denn jeder Zuschauer ist hier herzlich willkommen, Freunde. Hier so ein kleines Abonnement könnt ihr auch hinterlassen. Dann kriegt ihr mal aktuelle Informationen, welches Video wann, wo, wie, was, wo und wie hochgefahren wird. Denn, wie ihr ja sicherlich schon gemerkt habt, sind im Moment die Tomb Raider-Teile sehr aktuell hier bei mir am Kommen. Und ihr solltet natürlich auf jeden Fall dabei sein. Also das ist unumgänglich. Ich freue mich über jeden Zuschauer, Freunde. Na, ihr seid einfach nur Spitze. Und das solltet ihr auch wissen. So, da ist der Fahrstuhl und wir steigen schon ein und drücken den Hot Button. Ich finde, Fahrstuhlfahren ist gar nicht so... Wo hat sie denn hingedrückt? Das hat man gar nicht gesehen. Naja, auf jeden Fall leuchten da irgendwelche Punkte drauf, ne? So. Vielleicht können wir diese Kerle snipern. Das wäre ja auch mal nicht schlecht, ne? Das wäre auch mal gar nicht so übel. So, equip. Okay. Wir schleichen uns da mal an. Ist egal, so. Den haben wir so weggeballert. Ah, sie kann nicht schießen im Laufen. Das ist echt anstrengend. Das ist echt anstrengend, wenn sie im Laufen nicht schießen kann. So, wir speichern jetzt hier an der Stelle. Falls wir gleich wieder verenden,
wäre das sehr, sehr super ärgerlich. Ja, wir müssen natürlich, das Ziel des Spiels hier ist, an die Iris ranzukommen. So, und an die Iris ranzukommen ist hier leider nicht besonders leicht, aber wenn wir uns unauffällig verhalten, was wir ja eh nicht tun, weil schließlich bin ich das ja, werden wir das schon irgendwie wuppen. So, hier ist wieder der Kartenleseschlitz. Fügen wir mal wieder die Karte ein, so dass ich Sesam öffne dich passiert. So, genau, gewinne, 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 Freunde. So, gewinne, gewinne, gewinne. Und wenn wir ruhig gehen. Das bringt bitte was? Was bringt mir das? Das ist doch völlig sinnlos, oder? Das ist doch super sinnlos. Oder? Haben wir denn jetzt hier einen Hammer? Nö. Was haben wir denn jetzt hier für Geräte? Ist es einfach nur so zum Angucken gedacht, oder was? Na denn? Na denn, tun wir mal so, als wenn wir das verstanden hätten, ne? So, bloß hier raus. Da oben waren so eine komischen schießenden Dinger. Da habe ich keine Lust zu. Ja, aber was muss man denn jetzt hier machen? Das versteht noch mal einer. So, egal. Wir gucken uns jetzt hier erstmal um. So kann man ja nicht viel falsch machen an sich. Wir sind jetzt in F16. So, F16 bedeutet bitte was? Aha. Dadurch, dass ich das aktiviert habe, ist hier diese Tür aufgegangen. Bug. So. Was ist denn das für ein Raum? Ah, wir sind über der Iris. Geil. Geil, wir sind über der Iris. Aber wie kommen wir denn hier weiter? Ach so. Geht ja alles hier von selbst. Ach so. Der tut gar nichts. Was bringt das? Darf ich diesen Anzug anziehen? Ist das jetzt meiner? Wir haben da jetzt einen Anzug, ne? Seht ihr den? Können wir den anziehen? Ah, nö. Können das Kondom nicht anziehen. Das ist aber schade. So, was ist denn hier hinter diesen ganzen Knöpfen versteckt? Hier sind so viele Knöpfe zum Drücken. Hallo Lara, du darfst auch mal zu dem Knopf gehen. Ja. Drück einfach. Nö, geht nicht. Gut. Dann wissen wir, dass das auf jeden Fall nicht geht, aber dass hier irgendwie weitergehen muss und wie auch immer. Und habt ihr nicht gesehen? So, da steht so ein Mitarbeiter, der steht nur dumm rum und guckt zu, wie eine Einbrecherin gerade hier Knöpfchen drückt. Völlig sinnvoll. Ah, okay, da ist diese Disk rausgekommen. Die brauchen wir auf jeden Fall. So, nimm die Disk auf. Genau, das ist eine Disk. Sieht jetzt aus wie... Da weiß ich auch nicht. Ach, da geht's, glaube ich... Ja, ja, don't shoot. Ja, okay, ich schieße nicht, aber dann guck auch nicht so dumm, du Hans. Hans Wurst. So, wir machen weiter. Dieser Raum soll wohl angeblich erfolgreich beendet sein, meines Erachtens nach. Und das ist auch gut so und ich verstehe so langsam den Zusammenhang. Ah, aber ich glaube, das wird hier noch mächtig schwer. Ich glaube, das wird hier noch mächtig schwer. Ich meine, guckt euch Lara mal an, ey. In diesem Kondomanzug und dann echt heftig, oder? So, wir dürfen wieder in den Fahrstuhl, wenn ich das richtig verstehen kann. So, wir drücken mal wieder an allen Knöpfchen und Fahrstuhl fahren. So, wer weiß, wer da auf uns wartet. 13. Stock. Achso, hier haben wir ja schon ausgerottet. Hier haben wir ja schon alle Mitarbeiter ausgerottet. Das war aber, ich muss es gestehen, aus Versehen. Ja, ich mache sowas nicht mit Absicht. Ich bin ein lieber Jung. Und schon setzen wir die Disk da ein. Und es geht ein Türchen auf. Sesam, öffne dich. Ach nö. Da müssen wir ja wirklich rein. Ich habe gedacht, okay. Na gut. Machen wir das einfach. Ich denke mal, wir werden das überleben. Das ist nicht gut. Das gefällt mir nicht. Ja, das ist... Ich wusste, dass mir dieser rote Raum nicht gefällt, aber das ist ja alles halb so wild. Wir machen den roten Raum auf jeden Fall im nächsten Part und ihr werdet natürlich hoffentlich gespannt sein und natürlich dabei sein, Freunde. Ich sage erstmal auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!